Revi? Was? Wenn ich du wäre... was könnte man denn machen? Revi, wenn ich du wäre... Sollen wir mal richtig auf die Kacke hauen? Wenn ich du wäre, würde ich mir einfach mal einen Urlaub klar machen, mein Freund. Hui, hui, hui! Was geht, Leute? Willkommen zu Wenn ich du wäre. Wir fliegen gerade nach Mailand, beziehungsweise sind am Weg nach Mailand. Urlaub for free. Halt deine Schnauze, du wirst noch sehen. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich kurz die Salami hier rausnehmen und mir auf den Kopf legen, einfach mal kurz. Alter, das ist so behindert. Ganz genau. Warum fangen wir jetzt hier schon an? Lass die ruhig das. Einfach auf den Kopf damit. Wir werden uns in Mailand ein paar Aufgaben stellen. Also Gucci Store, das steht noch alles. Nee. Willst du mal dran riechen, oder? Ekelhaft. Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen muss, ist leider schade, dass wir nicht mit dem Nachtzug fahren können, denn eigentlich hatten wir vor, mit dem Nachtzug zu fahren. Hat leider nicht geklappt. Aber auf Ehrenbasis haben wir natürlich Klimakompensation gezahlt, bevor es hier irgendwer wieder rumheult. Ich bin selber damit nicht fein, nach Mailand zu fliegen. Aber es geht leider nicht anders. Es ist blöd gelaufen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Flugzeug, Digi. Auf den geilen Trip, Digga. Let's go. So, Leute. Revi, Entschuldigung. Kurze Frage, wo sitzt du eigentlich? Also, welche Position? 14a. Ah, Fensterplatz, das glaube ich, ne? Ich, warte, lerne mich leider nicht. Wenn ich du wäre, würde ich einfach mal tauschen, aber auf beiden Flügen. Ich hasse in der Mitte zu sitzen. Jetzt sitze ich auf Fenster, mir ist egal. Aufgabe ist Aufgabe. Ach, gehen wir. So. Wir haben eben das hier bekommen. Wenn ich du mir, würde ich mir jetzt ganz mal den Mund voller Schokolade machen und mir dann eine Cola bestellen. Ja, das klebt ja dann. Ja, richtig. Wie soll das sein? Jetzt los. Oh. Eine Cola. Eine Cola. Danke. Check mal kurz, wir haben jetzt noch knappe 14 Minuten, bis der Flug geht. 40 Minuten auf dem bleiben, auf keinen Fall. Okay, wenn ich du wäre, wird jetzt 40 Minuten weiter in diese Fitnessübung ausführen, mein Lieber. Dann würde ich sagen, gönn dir, ich suche mal ein schattiges Plätzchen. Auf keinen Fall. Und Sie auch? Ich glaube, der Nächste will. Geht nicht mehr, ist blockiert. Los, komm her. Ich hab Angst, das Ding kaputt geht. Ey, mach weiter. Du hast deine Aufgabe. Ich glaube, er will unbedingt. Musste Platz machen. Ich wäre natürlich gerne drauf geblieben, aber er wollte unbedingt. Ist mir egal, ich krieg jetzt eine zweite Aufgabe. Damit das klar ist. Alle meine vier Geräte laden, sehr gut. Junge, ich will mein Handy auch laden. Nein. Junge, du hast einen Kopfhörer. Das ist eine Grundspannung. Wofür, lädst du das? Das hier ist für mein Handy, das ist für meine Kopfhörer, das hier ist fürs Tablet. Ja, und das hier ist fürs Kameraladegerät. Nein, alles von mir. Gib mir jetzt eins ab. Ich habe eh zwei Aufgaben jetzt. Ja. Wenn ich du wäre, gib mir zwei ab. Warum zwei, du Asozialer? Kannst du jetzt nicht darüber, Junge, mir doch. Ja. Hey, nein, jetzt musst du hier bleiben. Hey, guck mal, Leo, wie viel das kostet. Lukas, was? Du bezahlst du das Taxi. Du hast gesagt, du lädst mich ein in den Urlaub. Ja, aber ich hab nicht gesagt, dass ich das Taxi bezahle. Ja, aber das gehört zum Urlaub. Ich hab keine 100 Euro. Doch, du musst sogar Geld haben. Ich hab keine 100 Euro. Ne? Als Halsmaul. Ey, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Mach mal bitte. That's okay. Thank you. Grazie. Ich schwöre, du gibst mir das Geld wieder. Ohne Scheiß. Gib mir das mal wieder. Jetzt mal nicht wegen Aufnahmen oder so. Wir sehen uns dann morgen wieder, Leute. Am nächsten Tag. So, Lukas, aha. Wir sind in Mailand. Ja. Hinter uns ist die wunderschöne Kathedrale von Mailand. Hier gibt es ein bisschen B-Roll, wie Lukas für eine Wenn ich du wäre Aufgabe vor der Kathedrale ein bisschen twerkt. Perfekt, hab ich notiert. Es wird heute ein bisschen was mit diesem Luftballon gegeben. Und dieser Luftballon wird immer wieder eine kleine Rolle in dem Ganzen hier spielen. Der Hashtag zu diesem ganzen Ding und passt noch zu unserem Format des Break the Bubble. Komm aus deiner Comfortzone raus, mach mal was, was du eigentlich nicht machen würdest. Und ich würde sagen, genau das ist heute unsere Mission. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, meine Freunde, ich erzähle jetzt zwischendurch, was es hier mit auf sich hat. Und vor allen Dingen habe ich einfach richtig Bock, mich extrem leiden zu sehen, ja, mein Freund Lukas. Warte mal ab, Digga. Ich würde nicht so große Töne schwingen. Auf geht's. Heute ins Endlevel, Digga. Das ist schon lustig, wenn du jetzt so eine ganze Packung Smarties essen musst. Also, Revi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt da reingehen und mir eine große Packung Smarties kaufen. Ich komme mit und bewerte welche und du musst die komplett leer direkt wegessen. Auf keinen quasi Fall. Quasi Echsen. Ja, das sind so 600 Kalorien. Das ist ein guter Energieschub, ein guter Start für den Morgen. So dumm, Lukas, wirklich. Da ich das ja wahrscheinlich nicht alles auf einmal essen kann. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich einfach alles, was mir daneben fällt, vom Boden aufheben und aufessen. Ich bin mir sicher, dass sehr viel daneben fallen wird, weil ich leider nicht alles in meinen Mund reinbekomme. Weil er nur. Ja, wow, dann kann ich nicht. Ja, wie so ein Hund vom Boden essen. Ganz genau. So, Lukas, dann gönne ich mir jetzt mal. Guck mal, wie dreckig der Boden ist. Ich krieg irgendwelche Infektionen, Alter. Richtig, okay, komm. Guck mal, das sieht ekelhaft aus. Lukas, brauchst du nicht diskutieren, wenn du mir so eine Schwindelaufgabe gibst. Kaugummi ist auf dem Boden. Alter, so ein Guck mal, wie du. Lukas, du musst die jetzt leider alle essen.
Guck mal, ich biete dir an, du musst 3 Stück essen, anstatt alles, was daneben fällt. Und ich höre auf, das zu essen, weil es einfach absolut eklig ist. Alter, ich kotze, ne? 3 Stück und ich lasse das weg. Mehr nicht. Boah, das ist so ekelhaft, Junge. Nee, ich höre. Ja. Boah, Junge, Alter, wie viele. Junge. Was ist hier los? Alter. Ist hier so ein Festival? Keine Ahnung. Aber mir fällt gerade was Geiles ein, weil, ja, weil das ist alles voller Tauben und Touristen, ne? Ja. Wäre bestimmt lustig, wenn du uns da hinrennst und ganz laut husch, husch, husch. Aber einmal alle Tauben. Also, wenn ich du wäre, würde ich das jetzt einfach mal machen. Komm, die kann ich weg. Das ist so unangenehm. Guck mal, die laufen gar nicht weg. Husch, husch, husch. Husch. Husch, 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 husch. Weiter, hier ist alles nee, voll. Ich krieg den ganzen. Husch, 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 husch. Ah. Ah, Bruder. Jetzt musst du Geld zahlen. Thank you. Das war so unangenehm, Alter. Ich glaube, ich habe jetzt Krankheiten. Lukas, wo wir gerade auf dem Platz sind bei der Kathedrale. Ja. Kannst du Breakdancen? Nein. Okay. Nein, ey. Ich würde sagen, Lukas. Jedes Junge. Wenn ich du wäre, würde ich mich hier gleich mal ganz kurz hinsetzen. Leute so ranholen, so, ey. Seid ihr gut drauf oder was? Und dann ein bisschen am Boden Breakdancen, weißt du? Guck mal, das ist dieses Break the Bubble-Ding. Geh aus deiner Comfortzone raus, weißt du, was ich meine? Lass den Ballon platzen, der in deinem Kopf ist, Lukas, und befreie dich davon. Vielleicht hat die Polizei sogar Bock, dich zu unterstützen. Vielleicht schießt die sogar auf dich. Ey, Mann, wir wollten Urlaub machen. Und jetzt ganz genau. Ey, das, ich kann das nicht. Das ist zu cringe, Alter. Und meinst du, Husch Husch ist nicht cringe, oder was? Nein, Husch Husch ist voll in Ordnung. Hock dich hier hin. Siehst du die Frau, das Mädchen, was da sitzt, mit diesen mit den Dreadlocks? Ja. Vielleicht kannst du einfach vor ihr ein bisschen breakdancen. Das ist so cringe. Ich find's gut. Ja. Kannst du Baby Freeze, das ist ganz einfach. Du machst so und dann gehst du hin und legst dich auf den Kopf und hast es im Nacken und hast die Beine hoch. Nee. Perfekt, dann würde ich sagen, let's go. Good, right? Fresh. Cool. Digga. Ey, das hat voll Spaß gemacht. Ich glaube, ich mache das öfter. Ja, das sah aber auf jeden Fall nicht so aus, als hätte es Spaß gemacht. Das sah ziemlich unbeholfen aus. Soll ich dir die Sonnenbrille da vorne kaufen, weil du hast keine? Zieh mal an. Warte, oder? Ich finde die Killer, ich würde sie nehmen. Ich waste meine Aufgaben nicht für sowas hier. Alter Junge, das sieht schon so teuer aus, ich gehe hier nicht rein. Oh, siehst du da hinten? Was? Prada. Das ist schon eher so jetzt die Shops, die wir vielleicht mal aufsuchen jetzt, oder? Die Läden haben zu! Ja! Yeah. Die Läden haben zu! Ja! Ich hab eine funny Idee. Ich wollte sagen, dass du deinen Instagram-Account zeigst und sagst, look, I'm very famous. Ja, das könnte man machen. Das Problem ist, ich bin nicht dran mit der Aufgabe. Aber hey, war eine gute Idee, würde ich sagen, machen wir, oder? Einfach auf arrogant. Och Junge, das ist so cringe, das ist so unangenehm. Guck mal, er gibt mir die Aufgaben. Ja, mach auch mal. Nicht rumheulen. Ich sitze da am Boden, ich gehe jetzt nicht dahin zu dir und sag das. Ich hab dir diese Aufgaben nicht gesagt. Wenn ich du wäre, würde ich mich daneben setzen und das machen. Komm, nicht lang labern. Junge, ich hab eben gebreakdanced. Ich hab gebreakdanced. Ich dachte eher so, dass du die ganzen Aufgaben machst. Weißt du, weil es ist ja. Gehen. Ich hab eine Freundin. Ich hab eine Freundin. Ich hab eine Freundin. Ich kann das was? Nicht. Ich bin echt nicht gut da drin. Digga, du musst auch mal aus dir rauskommen. Los. Okay, warte. Wie mache ich das? Ich zeig dir mein Instagram. Ja, du gehst hin. Hey, könnt ihr eine Nummer haben? Ich bin auch berühmt auf Instagram. Und dann zeigst du direkt den Account. Und dann sagt die bestimmt, ja, Bruder. Komm aus dir raus und ab geht's, Digga. Hey, sorry, you speak English? Yes. May I ask for your number? I'm very famous on Instagram, look at me. It's me. Yeah. 1.7 million followers on Instagram. If you want, yes. You can write me on Instagram? Okay. That's good. Thank you so much, have a lovely day. Bye bye. Bye. Das hat doch noch funktioniert, Alter. Was Lava. Ist denn das? Halt's mal. Sie hat gesagt, sie schreibt mir jetzt auf Instagram. Oh, Junge, das ist einfach nur lächerlich, Alter. Das ist einfach nur lächerlich, Lukas. Ich glaube, sie wird mir nicht schreiben, aber ist auch in Ordnung so. Das ist vollkommen fein. Schala, Digga. Oh, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir so ein Schoki-Eis kaufen. Nein, mein ganzer Mund voller Schoki. Das haben wir im Flugzeug schon gemacht. Nein, nicht nochmal dieselbe. Komm schon, lecker Schoki. Ja. Geil, Alter, geil, Junge. Lecker Eiscreme im Morgen. Ich wette, eine Kugel in 10er oder so. Das kann gut sein. Sehr nett. Ja, that's okay. Thank you. Schön richtig verschmieren. Einmal angucken. Sehr gut. Lecker. Kannst du dich bitte so vor ein Schaufenster stellen? Das ist ein Eis vor der Tür. Eis hat geschmeckt, oder? Eis war richtig lecker. Dann würde ich sagen, gehen du wir. Du wirst gar nichts sagen. Doch. Guck mal nach hinten, was gerade aufgegangen ist. Der Louis Vuitton-Store. Oh, ja. Da würde ich sagen, machen wir noch weiter, wo wir eben angefangen haben. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt ein T-Shirt meiner Wahl kaufen.
Aber egal wie teuer. Ich habe noch nie in meinem Leben ein teures. Ich kaufe mir nie teure Klamotten. Heute ist der Tag, Alter. Ich habe noch gesehen, hier ist ein Givenchy-Store. Digga, das ist noch teurer. Das heißt Givenchy. Ey, nochmal echt danke, ne? Das ist ein schöner Urlaub, Alter. Das können wir eigentlich öfters machen, oder? Guck mal, Lukas. 350 Euro. Guck mal, ist doch ein schönes Shirt. Ist mir zu wenig, sag ich dir ganz ehrlich. Junge, geht es dir einfach nur darum, was Teures zu kaufen oder irgendwas, was du auch trägst? Du musst auch leiden. Can I try this on? Ja, können wir endlich raus, Alter. Ich glaube, das Klamotten generell die einfach nicht stehen, Junge. Was take this one? Ich fühle mich gerade schon scheiße irgendwie. Was kostet das jetzt? 39,99 waren das, glaube ich. Ja, das sind 450 Euro. Danke, ne? Korrekt. Thank you. Bye. So. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein T-Shirt gehabt, ne? Ich werde das gar nicht anziehen, glaube ich. Guck mal, Lukas, hier sitzen ja überall auf so Bänken, sitzen ja so Leute hier vorne, zum Beispiel der Mann. Ja. Lukas, und wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz in deiner Natur erstmal hier auf alle Viere gehen, ja? Ja. Hier rumlaufen, ja. Wie ein Hund. Vorne so tun, als würdest du die Bank anpinkeln und an den Mann riechen und ein bisschen bellen. Gib mir mal dein Shirt, komm. Nein. Hey, Lukas, ich hab dir gesagt, Digga, es gibt Grenzen, die wurden überschritten. Und ich spiele jetzt genauso mit, okay? Denk dran, es geht um Comfortzone, Break the Bubble. Weißt du, was ich meine? Aber Leute, auf korrekt, schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, für so ein T-Shirt würde ich auch alles tun, oder? Auf schön laut bellen. Alter, ist das krass. Ich sehe aus wie eine Spinne, glaube ich. It's time to stop! Mann hat dich einfach geschlagen. Wie cool. Egal, was ich für Aufgaben krieg, du kriegst meine Laune nicht mehr. Das werden wir sehen. Ich freue mich richtig, wenn ihr später mit dem Shirt in den Arsch abwischen musst. Was denn? Also pass mal auf, weil das Ding ist nämlich, wenn ich du wäre, ja, dann würde ich mir meiner Freundin was aus dem Gucci-Store mitbringen. Nee, ich habe jetzt gerade schon... Jodie, ist eine echt gute Idee. Ich habe gerade schon... Schau mal, ich setze es um. Danke. Nein. Kannst du auflegen. Ich habe gerade schon für Vibe schon über Shirt für 450 Euro gekauft. Ich bringe dir jetzt nicht noch was mit, Jodie. Ja, nee, es kann jetzt nicht jeder zu mir kommen und sagen, wenn ich du wäre... Ich darf ja die Aufgaben geben und wenn mir nach der Aufgabe ist, dann ist das so. Ich lege es auf. Nein, Junge, das machst du nicht, Alter. Ich kaufe jetzt nicht noch was für sie. What the f? Du liebst auch deine Freundin, oder? Absolut nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wenn ihr mich so dumm anruft, Alter. Also jetzt mal unter uns. Du kannst nicht mir ein T-Shirt kaufen und deiner Freundin einfach. Rennen wir jetzt wieder zurück da hinten hin, oder was? Ja, wenn ich du wäre, würde ich Jodie was aus dem Gucci-Store. Mann, Digga, wir sind gerade von da weg. Lukas? Ja, ich muss nur kurz rein. Was? Nein, nein, nein. Lukas? Nein. Wenn ich du wäre. Ich werde abgezogen und ich weiß nicht, wohin die Bahn fährt. Nein, ich weiß nicht. Wenn ich du wäre, Digga, steigst du einfach in die nächste Bahn und fährst weg. Nein. Guck mal, hier wird gleich eine Bahn kommen irgendwann. Wartest du hier bitte, bis die nächste Bahn kommt. Steigst du ein, fährst einfach los. Und ich gehe dann so lange in den Gucci-Store. Fährst ein paar Stationen, Alter, damit, guckst du ein bisschen Mailand um und ich habe meine Ruhe vor dir. Leo, wir gehen in was richtig Leckeres essen. Was hältst du davon? Wisst ihr was? Ist mich. Ja, ja. Digga, mich kotzt es so an, dass du immer noch gute Laune hast. Gut, das war jetzt die Aufgabe. Wenn ich du wäre, gibst du mir jetzt eine Versicherung, wenn das geklaut wird, dass ich ein neues kriege. Halt dein Maul! Ja, wenn ich schon jetzt hier S-Bahn fahre, Junge. Ja, aber gut, ich gebe dir die Versicherung. Machen wir. Nee, machen wir nicht. Nee, ist schon gesagt, ja, okay. Ist unter Dach und Fach. Da kommt deine Bahn, Lukas. nach San Siro MS, Digga. Da musst du eh noch hin. Ja, muss ich hier ein Ticket ziehen oder so? Ey, das ist ja nicht umsonst. Hallo. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit der Bahn fahren. Mach's gut. Wo soll ich denn hin? Fahr. Hashtag Break the Bubble. Raus aus der Comfortzone. Leo, komm, wir gehen weiter. Mach's gut. Ciao, ciao. Junge, wie geil. Er fährt einfach irgendwo hin, keine Ahnung, wo er hin muss. Nice. Ich hoffe, dass diese Bahn irgendeine Expressbahn ist, die komplett außerhalb von Mailand fährt, Junge. Und er ist dann auf irgendeinem Tomatenfeld oder sowas, keine Ahnung, Alter. Und muss jetzt da wohnen und leben und arbeiten. Geil. So, Gucci-Store, Jodie. Ich werde das haargenau das hier sagen. Ich werde da reingehen und fragen, was ist das Billigste, was die haben. Und wenn es ein Schlüsselanhänger für 30 Euro ist, dann kaufe ich hier den. Bring mir was aus dem Gucci-Store mit. Er war fast nicht spezifiziert, bin ich fein raus. Machen wir einen richtig günstigen Hasen draus und kaufen jetzt einfach irgendetwas, was nicht allzu teuer ist. Let's go. So, Lukas hat sich gerade bei mir gemeldet. Wir können mal ganz kurz. Wo geht ihr jetzt genau hin? Lukas, ich werde dir nicht sagen, wo ich jetzt hingehe und wünsche dir einen wunderschönen Tag in Mailand, Kollege. Mein Handy ist ab jetzt auf Flugmodus. Wenn er eins und eins zusammenzählen kann, soll er wissen, dass wir zum Gucci-Store gehen. Und vielleicht gehen wir auch einfach schon zum Hotel, holen unseren Rucksack und fliegen einfach früher zurück. Mal schauen. Jetzt mal auf korrekt, sag mal bitte, wo du bist. Weil ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss oder so. Wir sind in einem Gucci-Store, Lukas. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher das ist. Es müsste irgendwo Mailand in der Innenstadt sein. Musst du mal gucken, wirst du schon finden. Jetzt, wo ich gerade ein bisschen Ruhe habe, kann ich ja mal ein bisschen was zu dem Ballon hier sagen und warum wir überhaupt hier sind. Das Ganze hat ja den Hashtag Break the Bubble. So, und wenn man eine Blase platzen lässt, revealed das
er meistens irgendetwas. Und genau das wird am Ende vom Video passieren. Ich kann mal so viel sagen, das ist ein namhafter und großer Autohersteller, der uns hier die Möglichkeit gibt, diesen Trip so zu machen, wie wir ihn gerade tun. Und bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Das macht auf jeden Fall echt Bock. Mailand, eine absolut geile Stadt. Und wie gesagt, mehr werdet ihr dazu am Ende erfahren. Denn das Ding hier spielt eine entscheidende Rolle in diesem ganzen Ding. So. I'm looking for something for my girlfriend. Okay. What's the cheapest thing you got? She just wants something from Gucci. Gut, das ist eine Kette für 150 Euro. Das passt dann, glaube ich, an der Stelle. Lukas ist gerade komplett spontan neben mir aufgetaucht. Keine Ahnung, Alter. Das war das Billigste, was sie hatten. 150 Euro für so das. So nassi, ne? So nassi. Ja, Digga. Aber es sieht gut aus, muss man sagen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Einkauf. Und es ist langsam Mittag. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, was im Umkreis das teuerste Restaurant ist. Digga, da ich ja. Genau, eine Pizza an 100er oder so. Richtig, ganz genau, darauf habe ich Bock. Warte, ich will erstmal Preise gucken. Ist mir egal. Nein, ich will gucken erstmal Preise. Ja. Sehr viele Gläser hier, das spricht für einen außergewöhnlich teuren Laden. Du trinkst keinen Wein. So, dann fange ich an mit einem Caprese-Salat. Bottle of Red Wine. Gibt's einen für 42 Euro, Lukas. I will take the Barbadesco. Er wollte den teuersten Wein einfach. Halt's im Maul. Jetzt einfach auf Ex. Yeah, this one is very good. Mhm. An der Stelle will ich mich mal kurz bedanken für den schönen Urlaub. Danke, Lukas. Hat bis jetzt echt eine Menge Spaß gemacht. Du hast es mit Speck genommen, ich ohne. Happy war lecker. Ich würde sagen, wir zahlen. Ich würde sagen, wir holen die Rechnung und dann, Lukas, ich guck zuerst rein. Passt so. Lukas, das ist deutlich zu wenig. Da fehlen aber 130 Euro. Ich hab aber nichts. Hä, jetzt haben wir Karte, Alter. Wir haben jetzt eigentlich genug getan. Weil wir aber ich darf noch eine Aufgabe machen. Auf keinen Fall machst du noch eine Aufgabe. Eine letzte. Ich gebe dir nichts zu Krasses. Du hast jetzt schon mir viel Gutes getan. Jody jetzt ja auch. Soll ich vielleicht noch irgendwelchen Leuten random hier irgendwas von Gucci kaufen? Ist das deine Idee? Nee, nicht jetzt Gucci, aber so eine kleine Freude. Wie wär's mit... Boah, vielleicht irgendwas aus so einem Kiosk oder so? Oder wir machen Blumen einfach. Wenn ich du wäre, 5 Blumen. Ich darf entscheiden, an wen du irgendwas schenkst. Ach Junge, da krieg ich bestimmt wieder auf die Fresse für. Ja, ich will's ja offen. Thank you. So, hast auf jeden Fall schön Rosen, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Da ist so ein Mann im LKW, der die ganze Zeit rumpfeift. Wenn er zumacht, gehst du jetzt hin und sagst, weil du immer so schön pfeifst und die Lieder inspirieren dich. Hey, it's for you. Das war an der Stelle der erste Korb, mein Freund. So, wir gucken mal weiter. Revi, siehst du, links der Typ, genau der mit der Sonnenbrille, der gerade in sein Handy redet. Okay. Geh hin, tipp den an und sag, weil du findest, dass er attraktiv ist. Hey, this is for you, free. You're very, very beautiful. I love you. Stell dir mal vor, so ein random Dude kommt einmal, schenkt dir eine Rose und sagt, du bist sehr hübsch, hier ist eine Blume für dich. Da würde ich sagen, direkt vor uns, einmal eine Rose, weil wir finden, sie machen einen guten Job. Ab geht's. Hey, so, excuse me, this is for you, for free? Hey. For you. Thank you. Have a nice day. Digga, ich hatte das Gefühl, er will mich umbringen, Junge. Er hat mich so böse angeguckt. Das habe ich auch eigentlich gehofft. Okay, pass auf, der Mann da vorne? Ja. Leg dich hin und gib ihm das. Und bleib aber 5 Sekunden liegen. This is for you. For free, you can have it. It's for free. Just to be friendly, for you. Kann er nicht mehr gehen. Have a nice day. Bye bye. Ich habe eigentlich gehofft, dass irgendwie eine Faust Digga, geflogen kommt oder so. Die sind aber auch alle so ablehnend. Die haben auch gar keinen Bock darauf. Weißt du das? Ja, 2 Blumen haben wir noch übrig. Und ich würde sagen, Revi, wenn ich du wäre, würde ich einmal mir und einmal dem Kameramann einfach noch eine Rose geben. Als kleines Dankeschön, dass wir dir heute Digga, einen schönen Tag bereiten. Digga, ich bin überhaupt in meiner Aufgabe dran. Du kannst dich nicht einfach anknüpfen mit irgendwas anderem. Nee, du musst ja die Rosen vergeben. Ich darf entscheiden, an wen. Und jetzt sind wir beide das halt. Das Danke, Leo, ist für dich. Lukas, die ist für dich. Ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt als alter Rosenkavalier mir ganz kurz einen Tinder-Account machen und alle deine Matches in deiner Story posten, damit deine Freundin sich absolut freut. Wir sind nicht fertig. Zu Fall des Tages, beiß doch einmal ganz kurz oben in die Rose rein. Die schmeckt nämlich lecker. Am besten gib mir noch 10 andere Aufgaben. Tinder oder reinbeißen. Dann gib mir die Schnappschuhe wieder und du machst deinen Tinder-Account. Komm, ich beiß lieber rein, ich mach keinen Tinder. Nee, du machst deinen Tinder-Account. Du machst eine Freundin. Ich hab eine Freundin. Du machst deinen Tinder-Account. Ich hab eine Freundin. Hallo, for you, for free. Those are for you, for free. For free. You want 2 roses? Nee. Das kann doch nicht sein, als ob die niemand haben möchte, Junge. Excuse me, those are for you, for free. For free. Just take them, please. Please take them. I don't need them. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Und jetzt kannst du dir hier vorne direkt mal einen schönen Tinder-Account machen. So, jetzt haben wir ein Süßchen oben drauf, Leute, hier. Oh, guck mal hier. Wir erweitern jetzt hier nebenbei nochmal unsere kulinarische Bubble. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass ich mal kurz erklären kann. Nice. Ich hab, by the way, meinen ersten Match auf Tinder. Das war bei uns 11.000 Kilometer entfernt. Ich hab mir einfach geschrieben, komm vorbei. Sie schreibt, holla. Ja, dann ab in die Story damit, würde ich ab sagen. Ab geht's. Tinder-Match, Digga, in die Story.
So gehört sich das. Jedenfalls, meine Freunde, werdet ihr gleich erfahren, was hinter dieser großen Blase steckt. Ich kann es aber jetzt schon mal ein bisschen anteasen. Wir sind gemeinsam mit Opel hier und Opel bringt ein E-Auto raus. Und ja, was soll ich sagen, ich bin krank dankbar dafür, dass wir das hier machen können, weil es echt eine, kann man schon sagen, eine relativ aufwendige Geschichte ist, extra hier hinzufahren für eine Wenn-ich-du-wäre-Folge. Ich kann auch sagen, dass ich echt dankbar bin, dass ich Lukas mitnehmen konnte und eben das Format so frei gestalten konnte. Falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal die Videobeschreibung gucken. Da gibt es alle Infos zu den Autos. Aber jetzt essen wir erstmal. Eigentlich hatte ich vor, den Ballon hier zu platzen zu bringen, aber mir ist aufgefallen, da stehen halt Militärs und ich weiß nicht, wie die auf den Knall reagieren. Plus, hier ist eine riesige Veranstaltung von einem Formel-1-Wagen, der irgendwie revealed wird. Keine Ahnung, deshalb würde ich sagen, gehen wir einfach irgendwo in eine Seitenstraße. Aber das passt auch. Let's go, come on. Wir haben jetzt eine kleinere Kathedrale gefunden, ist auch süß. Ich würde sagen, ich hoffe mal, dass ich nach diesem anstrengenden und unglaublich zehrenden Tag es hinbekomme, diesen Ballon jetzt mit meinen eisernen Lungen zum Platzen zu bringen. Kriegst du hin. Hältst du kurz mein Kaugummi? Nee, let's go. Ich geh weg. Er wird platzen, Digga. Junge. Alle Leute voller Maschinen. Ja, ich glaube, ihr habt es gesehen, Leute. Opel E-Corsa. Riesiges Dankeschön an diese Möglichkeit, das hier zu machen. Checkt auf jeden Fall mal, wie gesagt, alles unter dem Hashtag Weltgebubble ab. Sämtliche Kanäle, der Link zum Auto und alles weiter in der Videobeschreibung. Cool, dass das so eine nice Integration in so ein bestehendes Format ist, weil Break the Bubble, geh aus deiner Comfortzone raus, geh aus deiner Blase raus. Passt irgendwie doch ganz gut. Und ich würde sagen, du bist zufrieden? Ja, ich bin, Leute. Perfekter Tag. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Lukas vorbei. Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.